Hi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von WW2. Ja, ich habe beschlossen, wir holen uns jetzt einfach mal eine STG-44-Waffe. Einfach mal hier Los, von den ich Sammlungen. höre hier irgendwo einen Ticken. Sollte Der nur noch labert mehr als einfach so viel. Schmetterlinge sein. So, wo haben wir sie? Da. Da fehlt mir nämlich auch nur noch ein Teil und das kaufe ich mir jetzt einfach frei. As der Asse. So, nehmen wir. Und dann kriegen wir die Serum. Ja, nice. Die nehmen wir natürlich gerne und die werden wir auch gestern spielen. Und Dann werde ich zwar. direkt neidisch. Gute Ja, du wärst Arbeit. neidisch, ja, schön für dich. Laber mich nicht dicht. So, und die werden wir jetzt gleich so ein bisschen so in der Ründchen Krieg oder sowas spielen. Und dann wollen wir mal gucken. Auf jeden Fall werde ich die Waffe jetzt einmal fertig bauen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Uns ihren Igel der Weg So, da sind wir versperrt. auch wieder in-game und. Die Deutschen dürfen ihre Panzer Das nicht durch Ganze die ist halt Kampflinie schon natürlich ein bringen. bisschen angefangen. Zäh hat die Und wir Kampflinie werden jetzt fast mal sehen, dass durchbrochen. wir irgendwie schaffen, das Ding jetzt hier so ein bisschen. Zäh den Schutz davor, die Da, Linie zu nein, nein, durchbrechen. nein. So. Achso, hier war es ja mit Zuschauen. Dann macht er mich einfach Zäh weg. zieht sich zurück. In Jetzt Form von nicht einem Kopfschuss. nachlassen. So, reparieren wir mal das Teil hier. Zäh fällt zurück. So. Sie sind Naja. Uah. Nee, so nicht, Charlie zieht Kollege. sich zurück. So nicht. So, und jetzt reparieren wir das Ding mal schnell wieder. Hopp, hopp, hopp. Zäh zieht sich zurück. Jetzt nicht nachlassen. In 2 Minuten sind wir So. bereit, die Brücke zu zerstören. Zäh fällt zurück. Ich glaube, den hat's erwischt. Alles klar. Wir gehen auf jeden Fall wieder ein Stück zurück. Da Und vorne der wollen wir Igel hat nicht uns stehen bleiben. aufgehalten. B zieht sich zurück. Weiter Mit feuern. dem Ding, mit dem Ding, verdammt. Charlie zieht sich Nein! Oh, zurück. Alter, diese MGs, ne? Die zwiebeln aber ganz schön was weg. C zieht Aber sich ich zurück. Jetzt nicht nachlassen. glaube, die werden bald hier durch sein. Ey, verdammt. Dann widert ihr natürlich mich an. Das gibt's nicht. Macht er einfach die Wie-Anvisierung auf mich. Nur weil ich ein bisschen offener Baker rumstand wurde als von der andere. unseren Igeln aufgehalten. Der ist auf jeden Noch Fall eine hinüber. Minute. Oh, die Nate. Die Nate, die wollen wir nicht. B ist durch unseren Igel der Weg versperrt. Ja, sehr gut. B zieht sich Oh. zurück. Schaltet Wollen wir einfach weiter mal den Motor aus. schmeißen, das Zeug. Den haben wir auf jeden Fall mit weggenudelt. Noch 30 Sekunden. Der verpieselt sich. Baker zieht sich zurück. Ja, zieht sich zurück. Wunderbar. Nein! Ah, verdammt! Ich wollte den anderen wegnudeln. B Das gibt's zieht doch sich nicht. zurück. Weiter feuern. Ja, gut. Werden wir weiter feuern. Immer schön den Widerstand leisten. B rückt vor. Noch 10 Sekunden. Angehittet. B zieht sich Das ist doch zurück. nicht normal. Schaltet weiter die Eskorte aus. Ja, den haben wir. Haltet die Wunderbar. Panzer auf. B ist unterwegs. Die Eskorte ausschalten. Den haben wir assistiert. Das ist sehr, sehr Die gut. Panzer dürfen nicht vorrücken. B zieht sich zurück! Alter, Weiter feuern! puh. Haltet den Vorstoß der Panzer auf! Alter! B zieht sich zurück! Schaltet weiter die Eskorte Ja, aus! die kriegen mich Die nicht! Die Panzer kriegen mich auf! nicht! Sehr gut! Baker zieht sich zurück! Wir haben's geschafft! Alter, haben wir geschafft! Wunderbar! Unser Team hatte genug Zeit, die Brücke zu zerstören! Ja, wunderbar! So muss das sein! So wollen wir das haben. Und jetzt kriegen wir von der anderen Seite. Gehen wir voll rein, ne? Blub. Nehmen wir natürlich die Serum wieder. Ganz klar. Ist auch unsere neue Waffe. Wir starten einen Überraschungsangriff durch die Kampflinie tief in feindliches Gebiet hinein. Aber wir müssen schnell sein. Sonst zerstört der Feind die letzten 2 Brücken und unsere Streitkräfte sitzen in der Falle.
Eskortiert unsere Panzer und durchbrecht die Kampflinie Richtung Brücke. Das machen wir doch glatt. Okay, die gehen alle darüber bei A und hast du nicht gesehen? B rückt weiter vor. Beschützt ihn. Ah, angehittet nur. Schade. Auf jeden Fall, ich werde wieder Richtung C gehen, weil da haben wir vorhin einen gesehen. Ey, das gibt's nicht. Von zwei Seiten, ne? A rückt vor. Beschützt ihn. Der ging aber nicht auf unsere Kappe, ne? Verdammt. Keine Munition mehr. Bertha rückt weiter vor. Emo, hier ist einer. Ah, oh, verdammt. Da habe ich mich zu offen gezeigt. Schade. Ach so, das ist das Ding. Ah, so. Muss ja weg. Nee, hier. Ah, toll. Da hat er mich natürlich gleich gesniped, der blöde Sack, Alter. B zieht sich zurück. Na, und für Angriffe, Angriffsseite sein ist nicht so dolle. Wir müssen nur noch ein Panzer durch die Kampflinie bringen. Gucken. Ich sehe hier auch keinen gerade. Ah, ist in Bewegung. Los, mach mal einer das Dingens weg! Ja, den haben wir auch, wunderbar. Ein feindlicher Igel hält A auf! Der Igel wurde entfernt! Anton, sehr gut! A hat die Kampflinie fast. Ah, Headshot, Baby! Nein, und da kassiere ich den Headshot! Nein! Das doch nicht. Nö. Eskortieren Sie den Panzer zum Treibstofflager. Alles klar. Wir haben die Kampflinie durchbrochen. Nichts leichter als das, ne? Unserem Panzer geht der Sprit aus. So. Den Treibstoff vom Feind, sonst steckt unser Vorstoß fest. Ja, das werden wir wohl irgendwie auf die Reihe bekommen, ne? Wollen wir mal gucken, ob wir hier was geregelt kriegen, ne? Ah, Feinde sehe ich gerade so nicht. Ah, doch, da. Hier wird auf jeden Fall geschossen. Ein feindlicher Panzer hat einen von uns ausgeschaltet. Wir haben nur noch einen. Wir haben ihren Hinterhalt zerschlagen, aber unser letzter Panzer hat kaum noch Treibstoff. Klaus-Wächter vom Feind. Feindlicher Blomberg im Einsatz. Den habe ich nicht durch die Kisten habe ich hier nicht erwischt. Wir nehmen A. Ja, sehr gut. Komm, Junge, ich beschütze dich. Ich gebe dir ein bisschen Rückendeckung. Okay, assistiert, wunderbar. Erfolgreich geliefert. Nein! War klar, dass er so rumkommt. Schmeißen wir auf jeden Fall mal die Nate darüber. Und dann wollen wir mal sehen, ob wir da was treffen. Aber anscheinend nicht. Wir stehen in A. Finde ich korrekt. Treibstoff vom Feind. Bombe wie. Alles klar, ich kriege einfach keine Abschüsse ab gerade. Ich bekomme hier gerade einfach keine Abschüsse ab. B, erfolgreich geliefert. Boah, Alter. Wir haben genug Treibstoff. Nein, und dann wieder von beiden Seiten. Och nö. Beeilt euch und eskortiert unsere letzten Panzer rüber. Schade, schade. Ja, komm, weiter vorrücken. Niemand eskortiert den Panzer. Zieht sich zurück. Obwohl, Panzer geschützt. Nehmen wir gerne. Feindlicher Flammenwerfer im Einsatz. Der Panzer rückt vor. Beschützt ihn. Boah. Der Panzer rückt vor. Nein. Vor wo? Ah, okay, von der Seite, alles klar. Der Panzer zieht sich zurück. Niemand ist da, um ihn zu eskortieren. Der Panzer ist auf dem Weg. Ja, den nehmen wir natürlich mit. Nein, wo war der denn?
Der Panzer zieht sich zurück. Er braucht eine Eskorte. Nein! Irgendwie immer von allen Seiten. Die schießen einfach von allen Seiten auf mich drauf. Niemand eskortiert den Panzer. Er zieht sich zurück. Ja, Leute, was macht ihr denn? Ihr müsst auch mal zum Panzer hin. Vor. Beschützt ihn. Auf der Straße. Nein! Oh, die Nate. Der Panzer rückt vor. Ich wollte mich gerade dahin umdrehen, ne? Aber auf Angreiferseite finde ich das echt schwierig. Der Panzer zieht sich zurück. Er braucht eine Eskorte. Na. Ach, der gehört zu mir. Och, nö. Alles klar. Boah, puh. Haben wir assistiert, Alter! Der Panzer rückt vor! Aber ich krieg keine Abschüsse ab, ne? Der Panzer ist auf dem Weg! Das ist. Puh! Es ist nur noch ein Rücken übrig. Ja, den haben wir auch. Nein, und dann von hinten. Schade. Schade mit Marmelade oder so. Der Panzer rückt vor. Kommt der eiskalt von hinten und macht mich denn so weg? Okay, da schmeiße ich auf jeden Fall mal einmal die Nate hin. Düdlim. Der Panzer ist auf dem Weg. Einfach mal ein bisschen vorab schießen da. Damit der Panzer ein bisschen weiter vorrücken kann. Der Panzer rückt vor. Beschützt ihn. Auf jeden Fall in der Nähe vom Panzer zu sein ist nicht gerade unbedingt so das Beste. Ja, weiter vorrücken bitte. Bewegung! Der Feind wird die Brücke bald sprengen! Ja, Feinde bei der Brücke! Ja, rück vor! Panzer! Der Panzer rückt vor! Beschützt ihn! Nein, und dann natürlich wieder von der Seite, weil meine Leute das nicht auf die Reihe kriegen, links und rechts vom Panzer das frei zu halten. Der Panzer rückt vor! Na, ich bin gestunt! Na, toll! Und dann kriege ich nicht mal den Abschuss! Ey, da zielt er direkt schon vor auf mich, eine ne? Mit seiner kleinen MP40, ne? Ja, ja. Ja, der ja, da schmeiß ich mal meine Nate rüber. Ja, Headshot, Baby! Das hat gerade nicht so geklappt, wie ich wollte. Na, okay. Alle die. Er war in einer besseren Position. Hätte vielleicht schon vorab schießen sollen. Okay, ich schleiche ihm mal ein bisschen hinterher. 30 Sekunden. Den haben wir. Wunderbar. Der Panzer rückt vor. Beschützt ihn. Sehr gut. Wow. Der Panzer zieht sich zurück. Puh. Niemand ist da, ihn zu eskortieren. Ja, komm. Noch 10 Sekunden. Weiter, weiter. Der Panzer rückt vor. Ah, nur angehittet alle. Na los, kommt schon! Bringt den Panzer rüber! Der Panzer ist auf dem Weg! Alle Mann zum Panzer! Ah. Wir haben gewonnen! Die Brücke yes! So will ich das haben! Genau so und nicht anders! So, beide Runden gewonnen! So will ich das haben, so will ich das sehen! Finde ich gut. 14 Abschüsse haben wir gemacht, plus die 9 von der anderen Runde haben wir 23 Abschüsse gemacht. Das finde ich nice. Das kann man so hinnehmen. Finde ich gut. Auf jeden Fall, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch neu auf meinem Kanal seid, lasst auch gerne ein kostenloses Abo bei mir. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao mit V.